Stuttgart, was seid ihr für ein geiles Publikum. Darf ich dich noch mal kurz hören, bitte? Unglaublich. Leute, kurz zu mir. Ich habe einen ganz klassisch altdeutschen Namen. Mein Name ist Abdelmunaim Saleh Mohammed al-Shaddad. Nur nicht Araber lachen. Bei Arabern ist so Bruder Spitzname. Warum so kurz? Stuttgart, wir dürfen heute ehrlich miteinander sein. Wenn man mich sieht, was denkt man, was ich beruflich machen könnte? Einfach reinrufen. Bäcker. Was haben wir noch? Friseur, Gutachter. Autohändler, die klassischen Dinger. Leute, ich hatte letztens eine Show, da hat so eine ältere Dame reingerufen, Enkeltrickbetrüger. Es war Frau Stoltenberg, ich war mit meinem Cousin bei ihr, die hatte nichts. Deswegen bin ich hier. Nein, Leute, ich habe bis vor kurzem in einem O2-Handyladen gearbeitet. Ja, das ist immer. Leute, das ist das, was wir machen. Entweder Taxifahrer, Pizzabäcker, Corona-Teststation in Shisha-Bar. Oder wir arbeiten bei O2. Leute, ich habe 6 Jahre lang bei O2 gearbeitet. Ich brauche euch jetzt kurz. Stuttgart. Wer von euch kennt die alten türkischen Opis mit Schiebermütze und Gebetskette, die immer gegen den Wind laufen? Die gibt's überall. Ich bin in einem Shop mit meinem Kollegen und so ein älterer türkischer Opi kommt rein. Selamun aleyküm. Türk bist du nicht? Heißt übersetzt, hallo, bist du Türke? Und ich sag, nee. Der Türk, der Opa voll cool reagiert, ist nicht schlimm. Ich so, danke, dass es okay ist, dass ich kein Türke bin. Dieser Opa wollte den Handyvertrag abschließen, aber auf seine Art und Weise. Kollege, ich brauche Internet mit Internet. Facebook, Facebook, Tick, Tick, Tök, Tök. Ich sag, Onkel, pass auf, wir haben jetzt gerade das Samsung Galaxy. Alle Netze, SMS und Telefonie für 35 Euro. Der türkische Opi, 35 Euro haben wir teuer. Ich bin 2 Frau, 4 Kinder, Jobcenter haben wir nachgeholt. Angebot geben. Ich sag, Onkel, es tut mir leid, ich kann hier nichts machen, ich arbeite hier nur. Dann deine Chef rufen. Ich meinst du den Filialleiter oder den Chef? Großer Chef, großer Chef. Ich sag, ey, es tut mir leid, ich kenne den nicht. Die denken, dass der Chef von so einem Weltkonzern wie der Chef von so einem türkischen Supermarkt hinten sitzt mit Sonnenblumenkörnern und sich die ganze Zeit YouTube-Videos anguckt. Ich sag, ich hab den nicht gesehen, der war übertrieben angepisst. Du willst kein Geschäft machen, Arschloch. Ist raus. Ich hab den nie wieder gesehen. Stuttgart, am nächsten Tag hatte ich mein Lieblingsthema, Rechnungsunklarheiten. Ich hatte in 6 Jahren nie einen Deutschen mit Rechnungsunklarheiten. Wenn Deutsche Rechnungsunklarheiten haben, klären die das über die Hotline. Die machen sich so Schuhcreme, die sind richtig im Krieg. Kennt ihr? Herzlich willkommen bei O2, mein Name ist Müller. Was, ich höre mir auf mit deiner scheiß Kundenbetreuung. Du sagst mir, habt ihr auch einen Latten am Zaun da oben oder was? Ihr habt mir letzten Monat 13 Cent zu viel abgezogen, ihr Wichser. Wenn das bis morgen nicht wieder da ist, dann komme ich mit dem Verbraucherschutz und dann spielen wir mal eine Runde Piano in dem Saftladen. Dieser Allmann hat seine 13 Cent am nächsten Tag wieder drauf, per PayPal. O2 will einfach Ruhe haben. Ich sehe hier ein paar Ausländer im Raum. Wenn ausländische Väter da anrufen, ist die Hotline Endstation. Bruder, die kommen nicht weiter. Herzlich willkommen bei O2, mein Name ist Müller, was kann ich für Sie tun? Allah. Schwester, warum? Vertrag gemacht 40 Euro, letzten Monat 50 Euro, 60 Euro. Was machen Sachen? Herr Dündig, wir bräuchten zum Datenabgleich einmal Ihre Kundenkennzahl. AOK-Karte. Nein, die Kundenkennzahl. Ha, Sparkasse-PIN. Der kommt nicht weiter. Legt auf und kommt zu so einem Typen wie mir. Ich muss ihm das erklären. Berlin True Story. Am selben Tag, ich bin im Shop. Ein Typ kommt in den Laden an meinen Tresen. Ich hatte meinen Kaffee noch nicht. Der Typ guckt mich an und droppt diesen einen Satz.
Meine Aussicht bist du Signal so wieder weg und ja auch so wieder. Ich war auch nicht, ja. Ich sag bitte was? Ah. Diese meine Asebistro, Signal kommen jetzt wieder weg, so wieder hau und jetzt ich auch so hier. Ich sag, es tut mir leid. Ich verstehe sie nicht. In dem Moment, ohne Spaß, kommt ein Typ von hinten nach vorne an den Tresen, guckt mich an und sagt, Kollege, Sie können keine Deutsch? Kollege Vietnamesische Ching Ching Club. Signal geht, geht, kommt, geht, kommt. Zentrale anrufen. Stuttgart, ich habe mich in dem Moment gefragt, wie hat der Türke, der selber fast kein Deutsch spricht, diesen Vietnamesen verstanden, der gar kein Deutsch geredet hat? Der Bro hat seinen Vertrag verlängert. Ich den Job gekündigt. Ich versuch's jetzt mit Stand-up. Ihr wart ein absolut unnormales Publikum. Das war meine Zeit. Vielen, vielen Dank. Leute, hier sind zwei weitere geile Comedians. Vergiss nicht, abonniert den Channel und wenn ihr das ganze geile Ding sehen wollt, dann haben wir hier oben.